Zurück in der Essen-Karriere, lange ist es her, jetzt sind wir wieder zurück und ich habe richtig Bock auf diese Folge. Ich hoffe, euch geht's genauso. Wenn ja, dann lasst bitte nochmal richtig Liebe auf dieser Folge da. Ich weiß, es ist eine Karriere, das nimmt immer Folge für Folge auch ab, aber trotzdem will ich jetzt nochmal den richtigen Support, um auch zu wissen, dass wir dieses Projekt noch weiter über die Bühne bringen. Im Endeffekt stehen andere Projekte auch eine neue Karriere, plus was ganz anderes in den Startlöchern, hat alles natürlich mit dem FIFA 23 Karrieremodus zu tun. Vorher aber möchte ich Essen ehrlich gesagt zu Ende bringen. Wann ist Ende? Ich weiß es nicht. Wenn es nach der Resonanz geht, könnte man es eigentlich theoretisch jetzt schon mittlerweile lassen, weil wir sind, glaube ich, schon in Saison 4 oder 5 bei RWE. Es könnte also sein, dass das vielleicht eine der letzten Folgen ist, nur damit ihr das schon mal mitbekommen habt. Ich denke, ich bringe am Wochenende vielleicht auch nochmal eine, wobei ich bin mal auf eure Kommentare angewiesen, denn im Endeffekt muss ich natürlich auch auf YouTube die nächsten Projekte ballern, auf die ich Bock habe. Soweit so gut. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da, schreibt einen Kommentar und abonniert gerne kostenlos. Jetzt gehen wir rein im Hintergrund unserer Mannschaft aktuell in Bestbesetzung. Ich finde die richtig, richtig gut. Es geht für uns jetzt dann heute auf jeden Fall in die Jyko Arena und das Ganze zum Auftakt dieser ersten Ligasaison. Das ist für uns perfekt. Wir haben hier also auf einmal Bielefeld, das spielen wir selber. Gegen den ersten FC Köln werden wir, glaube ich, die Highlights spielen und gegen Freiburg werden wir in die Highlights gehen in der Simulation. Ich weiß es noch nicht, aber den Monat August bringen wir auf jeden Fall noch rum. Wir haben in dieser Saison bereits einige Neuzugänge zu verbuchen. Mit Noah Katterbach für 8,5 Millionen haben wir dann Maxi Bayer für 24, Meinerkamp für 6,5, Jakobs neu 2, Olli Meier, den hatten wir tatsächlich erstmal auslaufen lassen, habe ich nicht mehr dran gedacht, haben ihn jetzt dann natürlich zurückgeholt. Jetzt kam Stefan Ortega das Ganze hier ablösefrei vom freien Markt. Wir haben Toljan noch geholt, auch der war ablösefrei und Torben Rhein war genauso ablösefrei. Okay, hatte ich alles so gar nicht mehr auf dem Schirm, aber wir sind auf jeden Fall gewappnet. Ich freue mich aufs erste Spiel, endlich Bundesliga mit RWE, das haben wir uns verdient. So langsam aber sicher wird es auch ein Stück weit unrealistisch, was unsere Neuzugänge betrifft. Das ist aber ganz egal, wir gehen auf keinen Fall als Außenseiter in das Spiel nach Bielefeld, weshalb wir von vornherein das große Ziel haben, im besten Fall auch hier 3 Punkte mitzunehmen. Und damit sind wir jetzt endlich in der Bundesliga angekommen. Wir haben ja schon das ein oder andere Spiel auch im Pokal gegen einen Bundesligisten gehabt, aber nicht zu vergleichen, wenn man jetzt endlich angekommen ist und die erste Aktion gehört direkt uns. Das ist abseits von Toljan, der aber den ersten offensiven Akzent setzen kann. Bielefeld gegen RWE. Ja, ohne das despektierlich gegenüber auch nur einem der beiden Vereine zu meinen, ist es eigentlich nicht unbedingt ein typisches Bundesligaspiel, aber beide Mannschaften sind hier nicht zu Unrecht und von daher geht es um wichtige Punkte, gerade auch hinsichtlich eines Klassenerhalts. Acheampong ist im gegnerischen 16er, kommt das erste Mal gefährlich nach vorne, in der Mitte sind wir dann aber mit nach hinten geeilt. Bielefeld versteckt sich keineswegs, aber auch wir hatten die ersten Annäherungen. Bestes Beispiel hier, Ferrei auf Olli Meier und wird er Geschichte schreiben und genau so ist es. Es ist der erste Spieler für uns seit unserer Amtszeit, der in der Bundesliga trifft. Olli Meier, er ist vorne unser Stürmer. Essentiell wichtig, Vorarbeit kam nach Einleitung Maximilian Bayer von Ferrei. Genau so ist es, schön mit der Hacke und dann haben wir die Abwehrzange hier so ein Stück weit ausgehebelt und das ist gut gespielt auf den starken Linken, schön ins lange Eck. Und was mir gerade noch einfällt, unsere mittlerweile neue Nummer 1, Stefan Ortega, ist ja gerade bei der Arminia so, so bekannt geworden mit unglaublichen Paraden. Und von dort an ging dann der Weg über Manchester jetzt hier zu RWE. Der nächste schöne Konter, wieder ist Meier in der Mitte. Der Ball kommt auf ihn und das ist das 2:0. Doppelschlag auf der Alm, 22. Minute. So schnell und so einfach kann es gehen. Weltklasse eingeleitet, das war so gut gespielt. Das kann sich sehen lassen über Ismail Jakobs. Schön hier das Ding auf Außen. Das ist dann Jakobs mit der Flanke, die eigentlich ein bisschen, ja, weniger vielversprechend aussah. Kommt dann aber trotzdem auf den großgewachsenen Olli Meier und der braucht gerade mal 6 Minuten für den Doppelschlag. Und Bielefeld ist sichtlich geschockt, denn da kommt schon seit dem 1:0 absolut gar nichts mehr. Wieder Oliver Meier und Bielefeld ist am Boden und diesmal mit dem Rechten verzieht er ganz knapp. Ja, ich glaube, nimmt er den mit links, schön ins lange Eck, steht's hier 3:0 und das wäre vermutlich auch schon zu 100% dann die Vorentscheidung. Aber so darf man Bielefeld auf gar keinen Fall abschreiben. Denn da sind sie, das ist richtig gefährlich und Ortega mit einem Weltklasse-Reflex und einer Riesenparade hält der uns hier noch den 2:0 Vorsprung. Das hätte auch durchaus der Anschlusstreffer sein können, vielleicht sogar sein müssen. Und dann gibt es den direkten Konter über Olli Meier, der hier jetzt ein bisschen verzögert, dann Ismail Jakobs mitnimmt und der hat hoffentlich wieder den
den Überblick. Oliver Meier! Und auch der ist drin. Alle guten Dinge sind drei. Der Torhüter ist zwar noch dran, kann nicht entscheidend klären. Und damit steht es jetzt schon 3:0. Aber trotzdem, Ortega, danke. Das war eine Weltklasse-Tat. Und das ist halt jetzt schon gefühlt auch eine Machtdemonstration. Und was der Olli Meier hier spielt, das ist absolute Weltklasse. Auch Ismail Jakobs herauszuheben. Zweite Torvorlage. Glück für uns. Der Ball ist drin. Olli Meier, es ist sein erstes Bundesligaspiel und es ist direkt ein lupenreiner Hattrick. Ich habe unsere Wunschliste bezüglich Neuzugänge jetzt mal etwas ausgedünnt. Es waren von euch sehr, sehr viele Vorschläge. Breithaupt spielt mittlerweile bei AIK, die wollen den Jungen nicht hergeben. Dann hatte ich einen Morey, ist frisch gewechselt, ist also nicht mehr auf die Möglichkeit, dass wir den holen könnten. Dann haben wir ganz viele andere Spieler, Stanisic, Zirkzee, fragt mich nicht, die einfach aktuell frisch bei einem neuen Verein untergekommen sind. Es geht also für uns darum, entweder, wenn wir überhaupt noch einen neuen Stürmer holen, Sasa Kalajdzic, aber eher weniger, ja, schon eher dann in der Mitte, wobei man auch da am wenigsten Bedarf hätte. Wir haben am größten Bedarf auf außen und das Ganze bei Benny Henrichs, das wäre also ein heißer Kandidat. Ich bin auf jeden Fall auf der Hut, warte bis der Scout-Abschlussbericht da ist und dann hätte ich Bock, dass wir Henrichs verpflichten. Koray Günther wäre aufgrund auslaufenden Vertrag natürlich auch noch eine Option. Gucken wir einfach mal. Koch könnte zu teuer werden, aber auch eher auslaufender Vertrag. Wir schauen einfach mal, was da die Zukunft noch bringt. Jetzt heißt es erstmal rein in die Highlights. Es ist das erste Heimspiel in der Bundesliga. Stadion an der Hafenstraße gegen den 1. FC Köln, gegen meinen Lieblingsclub. Ich würde sogar sagen, dass wir individuell nicht mal schlechter sind als der FC. Wir wollen jetzt den Rückenwind natürlich mitnehmen, gehen rein und spielen die Höhepunkte. Da kommt der FC mit der ersten Flankenmöglichkeit. Wir haben aber so viel Spieler hinterm Ball, dass das eigentlich kein Problem sein sollte. Ismail Jakobs, Linden Meiner, Noah Katterbach, das unter anderem allesamt Spieler, ehemals vom 1. FC Köln. Wir haben auch noch Schindler. Wir haben genauso natürlich auch noch einen Jan-Aurel Bissig. Also ihr merkt, wir sind schon extrem unterwegs gewesen, gerade was Neuzugänge von liga-internen Konkurrenten betrifft. Denn mittlerweile können wir das sagen, der 1. FC Köln hat einige Spieler an uns abgegeben und spielt eigentlich auf ein Tor. Also die spielbestimmende Mannschaft kommt hier aus dem Rheinland und heißt 1. FC Köln, die alleine jetzt schon 3-4 Annäherungen hatten. Wir kommen nur mal über den Freistoß. Der geht in die Arme von Marvin Schwebe und dann gehen wir auch schon direkt in die zweite Halbzeit. Vielleicht ist da diese Großchance, das ist Maxi Bayer und das ist das 1:0 in der 61. Minute. Einmal ist der FC nicht aufmerksam, zu weit weg und das ist die Führung. Jetzt kommt Köln und da ist der Ausgleich. 70. Minute, Petagna, was für ein Strahl. Schöne Vorarbeit von André Duda, da ist Ortega chancenlos. Das ist ein Sonntagsschuss und das ist der verdiente Ausgleich für Köln. Und jetzt aber gibt es den Alleingang nur 2 Minuten später für den bisherigen Torschützen zum 1:0 von uns. Der könnte den Doppelpack schnüren. Das ist kein Abseits. Das ist Maxi Bayer. Und dann verzieht er aber komplett. Was, Junge? Was machst du denn auch? Schieß doch mit rechts, Mann. Das war's dann auch, wie ihr seht. Das war die große Chance, dieses Spiel, ja, zu gewinnen in der 72. Minute. Hier läuft irgendjemand Unsichtbares mit Ball. Es ist aber eine Punkteteilung. Wir können uns da absolut nicht beschweren. 2 Spiele, 4 Punkte. Wir sind gut in der Bundesliga angekommen. Keinen Grund für Änderungen. Der Sportclub Freiburg spielt im Europaparkstadion und hat die ersten beiden Spiele verloren. Ist also nicht so gut reingestartet, hat aber eine gute Mannschaft. Doch durchaus nennenswerte Spieler mit Lefebvre, der auch ein Top-Potenzial hat. Dann haben wir Tempelmann, Alderete. Also wir kennen die Spieler größtenteils. Bei uns gibt es eigentlich gar keinen Bedarf, was zu ändern, denn die Jungs sind richtig gut drauf. Und deshalb gehen wir in die Schnellsimulation zum Abschluss dieser Folge, was die Spiele betrifft. Holen wir auch hier wieder einen Punkt. Meiner 86. mit der Führung. João Mario eine Minute später mit dem direkten Ausgleichstreffer, was dann auch das letzte Tor war. Aber wieder Punkteteilung, 3 Spiele, 5 Punkte. Wir sind gut und richtig geil gestartet in die Bundesliga-Saison und gleichzeitig natürlich dann auch interessant für mögliche Neuzugänge jetzt noch. Gerade weil man halt auch sieht, hey, RWE, das ist nicht unbedingt wieder Abstiegskandidat Nummer 1. Also kann natürlich noch werden, ich will es nicht hoffen. Aber am Transfer-Deadline-Day haben wir eine richtig gute Position, um jetzt dann auch in die Verhandlungen zu gehen. Und wir haben nicht so viel Geld und müssen deshalb natürlich etwas detaillierter reingehen und Leipzig akzeptiert bei 16,5 Millionen und Benny Henrichs deutlich unter dem eigentlichen Marktwert. Bedeutet für uns zum einen, wenn dieser Spieler klappt, dann ist das der einzige weitere Transfer jetzt noch in der Sommertransferphase und bedeutet danach auch, wir haben kein Geld mehr. Vermutlich möchte der Schlüsselspieler bei uns, ja, das kann ich ihm aber schon auch bieten, Benny Henrichs, der ehemalige deutsche Nationalspieler. Wer weiß, für die Zukunft vielleicht ja auch nochmal wieder ein Kandidat. Ich weiß nicht, was
der angehalten möchte. Ich hoffe einfach nicht ganz so viel. Und wir gehen jetzt mal riskant mit 40.000 rein. Und Benny Henrichs plus Beraterin wollen noch mal ein bisschen mehr. Aber das ist komplett in Ordnung, denn es reicht gerade so. Und damit ist dieser Deal jetzt auch noch unter Dach und Fach gebracht. Und Benny Henrichs kommt jetzt ans Vereinsgelände und ist unser letzter Transfer. Wir sind gewappnet für die Bundesliga. Eine spektakuläre Transferphase und vor allem eine Mannschaft, die dadurch jetzt auch auf einer 75 plus steht. Bissek hat sich jetzt auch verbessert. Benny Henrichs ist in der Startelf, hat eine 80 und ist somit neben Ortega und auch neben Meier jetzt der mitbeste Spieler bei uns im Kader. Lindenmeiner ist ja auch noch richtig stark. Und dann haben wir auch noch Bürcher. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man den richtig ausspricht. Wir haben Torben Rhein, der verbessert sich ja auch noch, wenn wir den auf die 10 umtrainieren. Also wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele richtig interessante Spieler. Und ich freue mich natürlich, dass wir jetzt hier so eine geile Mannschaft kreieren konnten, was die Bank betrifft, aber was die Startelf betrifft, natürlich noch viel mehr. Heißt also auch, ich kümmere mich jetzt noch um den Transfer Deadline Day. In Sachen Jugendakademie wird es bei uns in Sachen Finanziellem natürlich extrem schwierig. In der nächsten Folge bedeutet September Hertha, dann auch Gladbach und Frankfurt, wenn es überhaupt noch eine nächste Folge geben wird. Eure Rückmeldung bezüglich dieser RWE-Karriere natürlich in die Kommentare. Wir haben Dortmund, wir haben Stuttgart, wir haben die Bayern und wir haben hier Freiburg im Pokal. Also, das wären vermutlich so die Spiele in der nächsten Folge, wenn es wie gesagt eine gibt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Mir ja, es hat extrem viel Spaß gemacht und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ganz egal, was es wird. Am Donnerstag heißt also für euch morgen, wenn ihr es am Mittwoch seht, gibt es einen STG Showdown Köln gegen Bremen. Checkt das sehr, sehr gerne ab. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.